Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge über die Geschichte Mesopotamiens. In der ersten Folge ging es um die schemenhafte Entstehung einer Kultur im Gebiet des heutigen Irak und Syrien zwischen den beiden Flüssen Euphrat und Tigris. Hier ließen sich wohl durch äußere Umstände zur Migration gezwungen vor 10 bis 12.000 Jahren die ersten Siedler nieder. Sie kamen vermutlich aus dem anatolischen Raum oder aus dem Zagros-Gebirge und brachten bereits erste Erfahrungen in Landwirtschaft mit sich. Die 100.000 Jahre alte Lebensweise des Jägers und Sammlers neigte sich dem Ende zu und es gibt Forscher, die durchaus der Meinung sind, dass dies unter Druck geschah, bedingt durch Nahrungsmangel und klimatische Veränderungen am Ende der Eiszeit. Sogar von einem Kometeneinschlag im nordamerikanischen Raum ist die Rede. Sie besiedelten die nordmesopotamische Region, die heute Djezira genannt wird. Ich kann an dieser Stelle nicht mit Gewissheit sagen, ob diese Siedler nun eine Region vorfanden, die vollständig von Menschen unbesiedelt war, oder ob es zu jener Zeit bereits vereinzelte Jäger- und Sammlersippen dort gab. Die geringe, geradezu mikroskopische Bevölkerungsdichte zu jenem Zeitpunkt erlaubt aber durchaus den Gedanken, dass das Zweistromland zu jenem Zeitpunkt noch nie einen Menschen gesehen hatte. Doch auf der anderen Seite fehlen hier eindeutige Ausgrabungen, die das belegen oder widerlegen würden. Die Tatsache, dass es in anderen Teilen des fruchtbaren Halbmonds zu jener Zeit bereits interessante Innovationen gab, vor allem Jericho, Göbekli Tepe oder Çatalhöyük, stellen die Unberührtheit Mesopotamiens zu jener Zeit etwas in Frage. Vielleicht ist es aber auch nur Haarspalterei. Wir haben es hier mit einem relativ unbewohnten riesigen Gebiet zu tun, wo einzelne Gruppen vermutlich Wochen oder Monate unterwegs sein konnten, bevor sie sich überhaupt begegneten. Wichtig ist hierbei nur, dass überall auf der Welt diese Initialfunken der menschlichen Zivilisation an große Flüsse gekoppelt waren. Man spricht hier manchmal auch von den drei Flusstal-Zivilisationen, die entlang von vier Flüssen relativ zeitgleich entstanden waren. Die Harappa-Kultur im Indus-Tal, die altägyptische Zivilisation entlang des Nils und die mesopotamische Zivilisation zwischen Euphrat und Tigris. Im Zweistromland leben diese Leute gut 2000 Jahre und vervollkommnen ihr landwirtschaftliches Können. Was sich daraus herauskristallisiert, sind drei Kulturen und Gesellschaften, deren Name zwar heute nicht mehr bekannt ist, doch deren unterscheidbare Identität archäologisch durchaus belegt ist. Wir befinden uns damit zwar noch immer in einem urzeitlichen, prähistorischen Zeitalter, doch mit den besagten drei Kulturen weicht die simple Töpferei zunehmend einer filigranen Handwerkskunst mit ausdrucksvoller Bemalung. Diese Periode wird als chalkolithisch bezeichnet. Thank you.
Alle drei Kulturen zeichnen sich durch reizvolle, reich bemalte Töpferei aus und durch einen umfassenden Häuserbau mit Haupträumen und Nebenräumen. Die Wohnanlagen dieser Art würde man noch nicht als Städte bezeichnen, sondern als Dörfer. Doch ist hier bereits viel Planung und gewisse architektonische oder baumeisterliche Erfahrung im Spiel. Mit Gewissheit kann man sagen, dass dies bereits Kulturen waren, die eine gesellschaftliche Struktur besaßen, vermutlich eine Hierarchie und eine sozial-ökonomische Rollenverteilung, die weitere Möglichkeiten der Entfaltung schuf. Zugleich zeigen die Ausgrabungen einen Mangel an Prestige- oder vermögenorientierten Schwerpunkten, was die Forscher zu der Überzeugung brachte, dass dies eine verhältnismäßig egalitäre Gesellschaft war, wo nicht zwischen hierarchisch strukturierten Ständen unterschieden wurde, also kein Arm und Reich. Auffällig ist zum Beispiel die Vervollkommnung der Landwirtschaft in einem Grad, der die Leute unabhängig von der unmittelbaren Nähe der großen Flüsse machte. Dies erlaubte den Sippen auch weiter ins Gebirge zu expandieren und grundsätzlich größere Landflächen im Süden zu bewohnen, jenseits des unmittelbaren Garten Eden, der beiden Flussverläufe Euphrat und Tigris. Das Stichwort hierbei ist der sogenannte Trockenfeldbau, bei dem Regenwasser großzügiger in die Feldflächen aufgenommen wird und damit später in den trockeneren Zeiten von Grund auf die Pflanzen zu versorgen. Bis zu dieser Zeit galten die nördlichen Ausläufer Mesopotamiens als landwirtschaftlich nicht bebaubar, da sie zu trocken waren. Die Rillen in der Erde werden sozusagen tiefer und die Ernten größer und die Expansion der Sippen und Völker schreitet voran. Man kann an dieser Stelle schon von einem Kultivieren des Landes sprechen und das bedeutet, dass man die regionale Erde agrarwirtschaftlich aufwertet. Und das bedeutet natürlich, dass man nicht mehr einfach so nomadisch nach einigen Monaten weiterzieht. Man bleibt, da hier ein Wert geschaffen wurde, den man nicht wieder aufgeben will. Eine Schrift gibt es nicht, aber es gibt die ersten Siegel, eine Art Stempel aus Stein, die geometrische Muster besitzen und zum Beispiel in Ton gedrückt werden konnten. Gebhard J. Selz schreibt in seinem Buch Sumera und Akkader dazu: Die aufgefundenen Stempelsiegel sind die ältesten ihrer Art. Die Verwendung von Siegeln markiert differenziertere Verantwortlichkeit in wirtschaftlichen Prozessen, lässt aber nicht unbedingt auf Eigentum im modernen Sinne schließen. Der wirtschaftliche Kontext der Siegelverwendung wird bestätigt durch im entsprechenden Kontext gefundene kleine geometrische Gegenstände aus Ton. Dabei handelt es sich um Zählmarken oder Zählsteine. Zu deuten ist der Befund als Anzeichen für eine Lagerhaltung und kontrollierte Bewegung von Gütern und er liefert somit einen Hinweis auf eine bereits recht komplexe Wirtschaftsstruktur in dieser Zeit. Bei abstrakten Symbolen würde es nicht lange bleiben. Bald schon sollte das Rollsiegel zu einer kreativen Leinwand werden. Tiere, Menschen, aber auch mythische Mensch-Tier-Wesen bezeugen bis heute den stetigen Vormarsch einer komplexen polytheistischen Religion, deren Wurzeln in einer sagenhaften animistischen Mythologie liegen. Damit einher geht auch das Auftreten der ersten Totenviertel, vorgeschichtlichen Friedhöfen, aber auch die Bestattung unter den eigenen Wohnräumen. Hierbei zeichnet sich ebenfalls eine komplexe Ahnenmythologie ab, soweit das heute gedeutet werden kann. Diese Kulturen sind für uns anonym, sie haben keine eigenen Namen, was aber nicht bedeuten sollte, dass sie keine Namen besaßen. Sie sind nur im Zwielicht der Menschheitsgeschichte verloren gegangen, da hier die Schrift noch nicht erfunden war. All diese Bezeichnungen wie Hassuna, Samara oder Halaf sind lediglich Begriffe, die aus den zeitgenössischen modernen Namen der regionalen Ortschaften abgeleitet wurden, wo sich die Ausgrabungsorte befanden. Das ist aber nicht ungewöhnlich. Der Neandertaler heißt auch nicht deshalb so, weil er aus Mettmann kommt, sondern weil dort, wo die entscheidenden Ausgrabungen stattgefunden haben, das Gebiet heute Neandertal genannt wird. Wir haben also zuerst drei verschiedene Kulturen, die für einige Jahrhunderte zeitgleich existieren und sich vermutlich gegenseitig beeinflussen. Hassuna, Samara und Halaf. Ich könnte mir vorstellen, dass alle dieselbe Sprache sprechen, aber bereits die Erfahrung mit ausgeprägten regionalen Dialekten machen. Wir sind noch weit davon entfernt, von Reichen und Staaten zu sprechen, die Grenzen ziehen und miteinander Kriege führen. Die räumlichen Distanzen zwischen den Zentren dieser drei Kulturen gelten vermutlich noch immer als beachtlich, sodass wohl eher der Tauschhandel durch Karawanen hier die meiste Interaktion abdeckt.
Diese drei Kulturen unterscheiden sich voneinander durchaus und haben auch unterschiedliche Rollen im Zivilisationsprozess. H.W.F. Sachs schreibt über die Hassuna-Kultur: In der Tel-Hassuna-Kultur lassen sich mehrere Entwicklungsphasen unterscheiden. Aus dem Vorkommen von Handmühlen, Steinwerkzeugen wie zum Beispiel Hacken und Keramik, zu der auch Vorratsgefäße für Getreide gehörten, wird ersichtlich, dass sich die erste Siedlung in Tel-Hassuna selbst entschieden über die frühesten Phasen der Nahrungserzeugung hinaus entwickelt hatte. Sie zeigte jedoch insofern noch typische neolithische Züge, als sie bis auf den Import von Obsidian eine in sich geschlossene und autarke Wirtschaftseinheit darstellte. Dass sie sogar noch zum frühen Neolithikum gehörte, darauf weisen Schleuderkugeln aus Ton hin, die darauf schließen lassen, dass die Jagd bei der Beschaffung von Nahrungsmittelvorräten immer noch eine wesentliche Rolle spielte. Aus der Art der benutzten Werkzeuge lässt sich ablesen, dass man den Ackerbau in Form der sogenannten Hackbaukultur betrieb, da bei dieser Anbauform der Boden ziemlich rasch erschöpft wird und die primitiven Dorfgemeinschaften infolgedessen gezwungen waren, von Zeit zu Zeit ihre Wohngründe zu wechseln, darf man wohl annehmen, dass die frühneolithischen Tel-Hassuna-Gemeinden noch bis zu einem gewissen Grad als Nomaden lebten. Und Eckhard Frahms schreibt in seinem Buch Geschichte des alten Mesopotamien: Die Vorratswirtschaft, die in den agrarischen Kommunen des frühen Neolithikums praktiziert wurde, setzt die Nutzung großer Mengen von Gefäßen voraus. Nachdem dabei zunächst Behälter aus Stein, Holz und Korbgeflecht Verwendung gefunden hatten, etablierte sich gegen Ende des 8. Jahrtausends die massenhafte Verwendung von Gefäßen aus gebranntem Ton. Das Akeramische wich dem keramischen Neolithikum. Dieser wichtige zivilisatorische Durchbruch ist von besonderer Bedeutung für die moderne Archäologie. Da gebrannter Ton sich praktisch nicht zersetzt, blieben in allen vorderorientalischen Ruinenstädten große Mengen an Keramikscherben und manchmal auch vollständige Gefäße erhalten, deren Form und Dekoration epochenspezifische Moden reflektiert. Anhand der Ausbreitung charakteristischer Tonwaren lassen sich kulturelle Expansions- und Transformationsprozesse beschreiben. So bildete sich im 7. Jahrtausend im Nordirak ein kultureller Horizont heraus, in dem überall die gleiche, mit charakteristischen Fischgrätenmustern bemalte Keramik Verwendung fand. Wir bezeichnen diesen Horizont in Anlehnung an einen der Hauptfundorte der einschlägigen Tonware als Hassuna-Kultur. Die in Hassuna-Schichten gemachten Obsidian- und Muschelfunde legen die Vermutung nahe, dass die Menschen dieser Periode Handelskontakte mit weit entfernten Regionen in Zentralanatolien und am Persischen Golf pflegten. Bezüglich der Samara-Kultur zitiert Sachs nach R.J. Braidwood, dass dies keine eigenständige Kultur sei, sondern lediglich ein regionaler Keramikstil. Und das liest man bis heute mal so und mal so in den Büchern. Manche Autoren möchten hierbei gar nicht große Unterscheidungen vornehmen und sprechen unmittelbar von der Samara-Hassuna-Kultur als eine Einheit. Die Aussagen zu der Samara-Kultur sind bis heute ein wenig schwammig und so wäre hier noch viel Forschung nötig, was uns zu den regionalen Problemen der Gegenwart bringt, die seit Jahrzehnten andauern und immer ein Hindernis der archäologischen Arbeit darstellen. Aber es wäre vielleicht auch nicht ganz falsch zu sagen, dass die Samara-Kultur letztendlich nur eine Folge der Hassuna-Kultur ist und wir es hierbei mit denselben Leuten zu tun haben, die im Verlauf von einigen Jahrhunderten weiter nach Süden migrierten und sich damit zunehmend in eine kulturelle Variante verwandelten, ohne dabei zu unterschiedlich zu sein. Aber letztendlich sind das alles Vermutungen und ich glaube schon, dass hier unentdecktes Wissen schlummert, aber um dieses Wissen zu erlangen, bräuchte es noch viel mehr archäologische Anstrengungen in einer Region, die sich dafür gegenwärtig nicht optimal eignet. Die dritte genannte Kultur, die Halaf-Kultur, ist diejenige, die sich hier in einer wichtigen Sache absetzt. Halaf beginnt ungefähr um 5800 vor Christus im Norden Mesopotamiens und existiert wohl fast 1000 Jahre. Auffällig ist der Reichtum an Keramik, was ein klarer Hinweis auf eine wachsende Effizienz von Brennöfen ist. Doch gerade solche Öfen, die eine Temperatur bis 1000 Grad erreichen, sind dann wiederum notwendig, um Kupfer zu legieren. Der berühmte Archäologe Bartel Roda schreibt über die Herstellung dieser Töpferei: Die Farbgebung, sofern es sich um Glanzmalerei handelte, wurde schon jetzt, ähnlich wie wesentlich später bei der schwarz- und rotfigurigen griechischen Vasenmalerei, in einem komplizierten Brennvorgang erreicht,
indem man zunächst reduzierend unter Wegnahme des Sauerstoffs schwarz und danach mit Zugabe von Sauerstoff oxidierend rot brannte. Lediglich die schnell drehende Töpferscheibe war noch nicht bekannt. Und ja, ich halte mich mit den Beschreibungen der Töpferei und Keramik des alten Mesopotamiens zurück, gewahr dessen, dass jede Minute, die ich über Keramik rede, vermutlich 50% der Zuschauer abspringen. Die Tragödie der Archäologie liegt scheinbar darin, dass Laien Töpferei nicht sexy finden. Eine logische Konsequenz dieser Prozesse ist ein Wachstum der Siedlungen und Dörfer. Auch zeichnet sich eine Jenseitsvorstellung ab, da man nun vermehrt die berühmten Grabbeigaben findet, die den Toten auf den Weg gegeben wurden. Und H.W. F. Sachs schreibt über die Halaf-Kultur: In den Tel-Halaf-Dörfern, die man nunmehr zutreffender als kleine Städte bezeichnen könnte, findet man bereits kopfsteingepflasterte Straßen. Über die Entwicklung der Hausarchitektur ist wenig bekannt. Es existieren einige recht auffällige Bauwerke, Rundbauten mit einem kuppelförmigen Dach und einer anschließenden langen rechteckigen Kammer, heute allgemein als Toloi bezeichnet. Welche Funktion sie auch immer gehabt haben mögen, es waren sicherlich keine Privathäuser. Diese Toloi-artigen Bauten sind architektonisch insofern interessant, als das Kuppeldach beweist, dass die Tel-Halaf-Kultur das Prinzip der Wölbung bereits gemeistert hatte. Nur in Tepe Gwaura wurden derartige Bauten bis in die Obed-Periode hinein errichtet. Im Übrigen begegnen wir ihnen nach der Tel-Halaf-Periode nirgendwo wieder. Angesichts der streng konservativen Einstellung aller Menschen in religiösen Belangen könnte man diesen Umstand als Beweis dafür auslegen, dass diese Bauten eher säkularen als sakralen Charakter gehabt haben müssen. Natürlich können sie durchaus auch eine religiöse Funktion gehabt haben. Ihr völliges Verschwinden ließe sich dann nur so erklären, dass sie zu einem Kult gehörten, den die nachfolgende Obed-Kultur bewusst ausrottete. Dass sich die Menschen der Obed-Periode in religiösen Dingen stark von ihren Vorgängern unterschieden, geht auch aus der Tatsache hervor, dass sie aus ihren Kunstwerken alle Spuren von Menschen und Tierdarstellungen eliminierten. Das ist ein wenig spekulativ, doch dafür äußerst interessant. Es gibt übrigens wenig Hinweise darauf, dass diese Kulturen kriegerisch waren oder ihren Platz an der Sonne mit Eroberungen bestritten haben. Natürlich ist hier die Beweislage nicht so umfangreich, um endgültige Aussagen zu fällen, aber es mag eine Rolle spielen, dass diese Gruppierungen insgesamt nicht sehr zahlreich waren und territoriale Kriege weder durch Not motiviert waren, noch durch unüberwindbare ideologische oder kulturelle Unterschiede, etwas, das möglicherweise erst mit dem Auftreten der vierten Kultur, der Obed, der Fall war, doch dazu später. Während also die beiden Hassuna- und Samara-Kulturen noch klar einem neolithischen Lebensstil zugeordnet werden, gilt die Halaf-Kultur als ein Übergangsmodell zum Chalkolithikum, auch bekannt als Kupfersteinzeit. Wobei man genauso oft lesen kann, dass Halaf eben bereits schon die erste Kupfersteinzeitkultur dieser Region ist. An dieser Stelle ist es eher Haarspalterei, zumindest in den Ohren eines Laien. Für einen Sumerologen gelten da andere Prioritäten, das verstehe ich. Doch es bedarf wenig Erklärung, warum die Verhüttung von Kupfer einer Kultur entscheidende Vorteile gibt. Besseres Werkzeug, qualitativere Pflüge, die Herstellung von ausgeklügelten Waffen, vor allem die Fähigkeit, Werkzeug in größerer Menge herzustellen und damit zu verbreiten. Naja, versuch mal eine Pfeilspitze aus Obsidian zu schnitzen. In der Zeit, die das braucht, kann man vermutlich 100 Pfeilspitzen aus Kupfer gießen. Dabei entstehen natürlich neuartige Dynamiken, die einen Zivilisationsprozess anregen. Export und Tausch, aber auch Stammesgründungen, Assimilierungen, die Migration von Bräuten. Um die teilweise filigranen und geschmackvollen keramischen Erzeugnisse der Halaf-Menschen ranken sich natürlich archäologische Theorien. Ob Teile der Töpferware nicht in Wirklichkeit Handels- und Zahlungsmittel waren, also eine Art Vorläufer des Geldes. Eine andere Hypothese besagt, dass es sich um Prestigeobjekte handelte, die bereits damals der erste Ausdruck von Vermögen waren und einzelnen Familien die Möglichkeit boten, sich von anderen abzusetzen, also ein frühes Konzept des Reichtums. Also Keramik, die gar nicht Verwendung im Alltag fand und nur einen handelbaren Wert darstellte. All das gilt als höchst umstritten und letztendlich spekulativ, denn so viele Informationen geben die Keramikscherben dann doch nicht her.
Der vierte und letzte Kulturkreis, den ich in dieser Videofolge ansprechen werde, ist die Ubaid-Periode, im Deutschen eher als Obed-Periode bekannt, die man sozusagen als die letzte vorsumerische Ära deutet. Das aber ist vermutlich eine massive Vereinfachung der vorhandenen Fakten. Während die Chalaf-Kultur einige hundert Kilometer weiter nördlich existierte, in Richtung des heutigen Syrien, entstand Obed weit im Süden im Delta der beiden großen Flüsse Euphrat und Tigris. Und das war eine Region, die bis dahin vielleicht nicht gänzlich unbesiedelt war, doch vermutlich niemals zuvor großflächig kultiviert wurde. Der Aufstieg der Obed-Menschen im Süden scheint sich fast parallel mit dem Niedergang der Chalaf-Kultur im Norden zu ereignen. Grob gesagt markiert das Jahr 5000 vor Christus ungefähr den Übergangspunkt, an dem beide Kulturen gleichzeitig in dieser Region existieren, sicherlich mit gegenseitigem Kontakt. Doch das kommende Jahrtausend gehört den Obed. Und ich betone, dass an dieser Stelle Jahreszahlen mit äußerstem Vorbehalt genannt werden und Begriffe wie Chalaf und Obed absolut nichts mit den Völkernamen jener Ära zu tun haben. Es sind unsere Bezeichnungen, die moderne Forscher ihnen gaben. Interessant ist hierbei auch die Frage der südlichen Begrenzung dieser Region. Oder anders gesagt, wie verlief das Meer vor 6000 Jahren? Hierbei verlagert sich die Gelehrtenmeinung zunehmend. Viele Jahre nahm man an, dass die Küstenlinie viel weiter nördlich verlief, als Konsequenz eines relativ schnellen Meeresspiegelanstiegs nach dem Ende der Eiszeit, also ungefähr 12.000 Jahre vor Christus. Die Idee hierbei war, dass Südmesopotamien ein vergleichsweise junges Land war, das de facto den Meeresfluten entstiegen war und erst ganz neu besiedelt werden musste. Diese Hypothese konnte einerseits das mythologische Material unter einen Hut bringen, also mit biblischen Sintflutberichten, aber auch die Idee des Garten Eden und des Landes, wo Milch und Honig fließen, aber eben auch das plötzliche Auftreten der Sumerer als eine eingewanderte Nation. Doch die neueste Forschung kann das so nicht unterstützen. So hat man zum Beispiel bei Erdölbohrungen weit im Süden entsprechende Baufundamente gefunden, tief abgesunken ins Schwemmland und zugleich tief in einer südlichen Region, die im Sinne der Hypothese eigentlich damals unter Wasser im Persischen Golf hätte sein müssen. Moderne Forschung hebt eher die Annahme hervor, dass der Küstenverlauf um 14.000 vor Christus einen gewissen Tiefstand erfuhr, auf den tatsächlich ein Anstieg des Meeresspiegels folgte, und den Küstenverlauf somit zunehmend in Richtung Norden verlagerte. Doch dies geschah so langsam, gestreckt über Jahrhunderte und sogar Jahrtausende, dass dies beinahe ohne Einfluss auf die Wahrnehmung potenzieller Bewohner dieser Region war. Und erst ab ca. 4000 vor Christus ist dieser Effekt erschöpft und das Meer geht seitdem stetig wieder zurück, während sich die Landmasse vergrößert. Bis zu dem Punkt, an dem Euphrat und Tigris sich inzwischen zu einem Delta vereint haben und als ein einzelner Fluss das Meer erreichen, als der Shatt el-Arab. Okay, Time out. Halten wir mal kurz inne, weil das ist eine sehr starke Vereinfachung und vermutlich auch nicht etwas, das alle so teilen würden. So habe ich zum Beispiel dieses großartige Paper von Douglas J. Kennett und James B. Kennett gefunden, ein Anthropologe und ein Ozeanologe. Hier beschreiben die beiden sehr schlüssig die auffälligen Korrelationen zwischen sich stark wandelnden Umweltbedingungen und dem steilen Aufstieg der Obed-Kultur. Für die beiden Forscher steht auf jeden Fall fest, dass hier durchaus beschleunigte Prozesse einen Zugzwang für die ansässigen oder eingewanderten Gruppen darstellten, was wiederum zu einem zivilisatorischen Vormarsch beitrug. Mit anderen Worten, wäre der Aufstieg Mesopotamiens und letztendlich der indoeuropäischen Zivilisation lediglich von der Situation im Norden der Region abhängig, also in den Gebieten der Chalaf und Samara, wäre es dazu vermutlich nicht gekommen. Es ist gerade die volatile Situation des Südens, die den Fortschritt befeuert hat. Kennett und Kennett belegen, dass durchaus eine starke Instabilität des Klimas und eines ständig wechselnden Küstenverlaufs ein Katalysator für gesellschaftlichen Zusammenhalt waren, aber auch eine Motivation zu neuem Erfindungsreichtum darstellten. Es ist natürlich wichtig, sich bei der Betrachtung der frühen mesopotamischen Städte wie Eridu und Uruk
von dem heutigen Bild zu lösen, das wir von den Ausgrabungsorten haben. Also diese trockenen Ruinen inmitten einer flachen Wüste. Dies war eine deutlich feuchtere Region vor 10.000 Jahren und das Meer befand sich fast in Sichtweite dieser Ortschaften. Die Wissenschaftler stellen fest, dass am Ende der Eiszeit hier in relativ kurzer Zeit massive Veränderungen des Küstenverlaufs stattfanden. Und zwar in einer Tragweite, die man sonst weltweit kaum findet. Der Grund dafür ist die seltene Beschaffenheit des Persischen Golfs. Obwohl der Golf rein flächenmäßig eine Art Meer von beachtlicher Größe darstellt, ist eines der auffälligsten Merkmale dieser Region die starke Flachheit des Meeresbodens. Der Persische Golf besitzt fast keine nennenswerte Tiefe. Sogar hunderte Kilometer von der Küste entfernt ist er kaum tiefer als 60 Meter. Das ist nicht viel verglichen mit anderen Meeresgebieten. Und noch ganze 100 Kilometer südlich des Tschad-Deltas ist das Wasser gerade mal 40 Meter tief. Das bedeutet aber in Konsequenz, dass diese Meeresregion extrem stark auf globale Meeresspiegelschwankungen reagiert, insbesondere Eiszeiten, bei denen sich das Wasser weltweit zurückzieht und sich in Richtung der Pole in Eis und Packeis verwandelt. Das bedeutet aber auch, dass am Beginn des Holozäns der Persische Golf gar nicht existierte. Das war alles festes Land und der Indische Ozean begann eben erst jenseits der Straße von Hormuz. Was hier allerdings verlief, war ein relativ großer Fluss, der heute als der Ur-Tschad bezeichnet wird und der ein zusammengewachsener Strom aus dem Euphrat und Tigris war. Entlang dieses Flusses wird es bereits Kulturen oder Siedlungen gegeben haben, die sich dann allerdings relativ fluchtartig in Bewegung setzen mussten, um vor dem folgenden Indischen Ozean zu flüchten. Wir sprechen hier von einem zurückweichenden Küstenverlauf von bis zu 110 Meter pro Jahr, insbesondere in den entscheidenden Jahrhunderten des 5. und 4. Jahrtausends. So verlief die Küste um 4000 vor Christus rund 10 Kilometer östlich von Uruk, während es heute wieder fast 300 Kilometer sind. Kenneth und Kenneth heben hervor, dass gerade hier möglicherweise die Urerinnerung an eine Sintflut vermutet werden sollte, da hier in nur wenigen Jahrhunderten ein äußerst fruchtbarer Landstrich komplett unter Wasser verschwand, wo er sich bis heute befindet. Doch verstärkte Migration ist eben häufig eine Komponente des zivilisatorischen Aufstiegs, da sich plötzlich Begegnungen zwischen Menschen ereignen, die sonst nicht passiert wären. Ein Austausch an Ideen und Technologien findet statt. So erscheint es plausibel, dass gerade dort, wo der Vormarsch des Persischen Golfs schließlich zum Stillstand kam, genau in jener Ära der wichtigste zivilisatorische Quantensprung unserer Geschichte stattfand, der kulturelle und wirtschaftliche Aufstieg der Obed-Menschen und damit die Geburt der sumerischen Kultur. Das ist auch ein Detail, das heute die meisten Menschen nicht wirklich verinnerlichen, dass die Obed und die Sumerer vor allem eine maritime Kultur waren, also ein Seefahrervolk, in derselben Weise wie zum Beispiel die Phönizier. Das offenbart sich nicht so gleich, weil eben heute das Meer viele, viele Kilometer weiter südlich verläuft, während diese uralten Städte tief in der Wüste versandet sind. Dennoch spricht das massenweise Vorkommen von Fischresten in ausgegrabenen Gebäuden eine klare Sprache. In Eridu aß man zumeist einen Fisch, der am selben Tag im Persischen Golf gefangen wurde. Natürlich ist es gegenwärtig nicht möglich, diesen Prozess mehr zu beleuchten. Dazu wären viel größere archäologische Anstrengungen in dieser Region nötig, insbesondere Unterwasserarchäologie im Persischen Golf. Es lässt sich schnell erahnen, weshalb der zivilisatorische Aufstieg Mesopotamiens im Süden erst viel später stattfand als im Norden, dafür dann aber umso glorreicher. Der Süden besaß massives Potenzial, doch dafür musste man erstmal große Hürden überwinden. Denn hier regnet es drei Viertel des Jahres fast überhaupt nicht und dann beginnen beide Flüsse über die Ufer zu steigen, da die Schneeschmelze der nördlichen Gebirge einsetzt. Weite Teile des Landes werden überschwemmt. Die Lösung des Problems ging mit einem wachsenden landwirtschaftlichen Know-how einher. Hier entstanden unter außergewöhnlichen Anstrengungen komplexe und geradezu revolutionäre Kanal- und Bewässerungssysteme, die es ermöglichten, drei Viertel des Jahres eine äußerst ertragreiche Landwirtschaft zu betreiben, während diese dann im Winter ruhte. Zugleich brachten die Überschwemmungen neue Nährstoffe für die Böden, sodass im Frühling ein komplett restauriertes Feld auf die Aussaat wartete. Die Fruchtbarkeit dieses Landes war in der Antike legendär. Ob nun der Garten Eden oder die hängenden Gärten der Semiramis, die grünen Inseln inmitten der Wüste besaßen bald ihren eigenen Mythos.
Über den Eden-Begriff schreibt Bartel Roda: Die Fruchtbarkeit des Zweistromlandes hatte jedoch nicht nur positive, den Handel betreffende Auswirkungen. Für die weniger begünstigten Nachbarn und Nomadenvölker war Mesopotamien das Land, in dem Milch und Honig flossen, oder das Paradies in Eden, wie es in der Bibel heißt, was von Luther mit Paradies Eden falsch übersetzt wurde. Eden ist nämlich ein sumerisches Wort und bedeutet so viel wie Steppe, Wüste. Es ist verständlich, dass dieses Paradies in der Wüste die Aufmerksamkeit der Anrainer auf sich zog und in deren Folge kriegerische Auseinandersetzungen anzog. Wie sehr der Süden Mesopotamiens, der später das Land Sumer werden sollte, vor dem Aufstieg der Obed-Kultur bewohnt war, ist Teil einer inzwischen alten Diskussion. H.W.F. Sachs betont in seinem Buch, es hätte vor 4500 vor Christus, also vor der Eridu-Periode, keine Spuren menschlicher Kulturen im Süden gegeben. Für ihn steht fest, dass nicht nur später die Sumerer hier eingewandert sind, sondern zuvor auch die Obed-Menschen. In der Beschäftigung mit Archäologie stößt man unweigerlich auf den Begriff Horizont, der hier etwas anderes meint als der Horizont, den man auf einem Schiff in der Ferne sehen kann. Horizont oder auch Stratum meint hier eine bestimmte Schicht, die einer konkreten Kulturperiode zugeordnet werden kann. Denn Archäologie ist zum großen Teil eine Lehre der Bodenschichten, der Horizonte. Man spricht hier auch von Stratigraphie. Denn diese Horizonte beinhalten Informationen, die sich zeitlich zuordnen und datieren lassen. Besonders spektakulär sind dann sogenannte Event-Horizonte, die verdichtet auf kleinste zeitliche Passagen eine große Aussagekraft besitzen. Also vor allem Brandschichten. Wenn eine Stadt niederbrennt, bleibt diese vergleichsweise dünne, aber auffällige Spur erhalten, ungeachtet dessen, wie sehr darüber in den darauffolgenden Jahrhunderten die Stadt neu erwächst und damit neue Schichten bildet. Ein solches Stratum ist eben der Obed-Horizont. Bei Eckhard Frahm konnte ich lesen, dass die Obed-Leute wohl letztendlich auch eine Konsequenz der Hassuna-Kultur waren und den Süden Mesopotamiens zunehmend erschlossen haben. Denn das Interessante am Süden ist, dass er ein hohes landwirtschaftliches Potenzial besitzt, was den Boden betrifft, aber klimatisch viel zu trocken ist. Doch hier zahlte sich das stetig wachsende landwirtschaftliche Wissen aus und die zunehmende Fähigkeit, Bewässerungsanlagen zu bauen. Erstmal ertragreich gemacht, blühte diese Region auf. Und das ist wichtig, denn hier im Süden Mesopotamiens soll alles beginnen. Die Obed-Kultur ist im Verlauf der Jahre zu einem festen Begriff der historischen Beschreibung der frühen mesopotamischen Jahrhunderte geworden. Sie sind die Vorfahren der Sumerer und sie gelten mit Eridu als die Erbauer der ersten größeren Stadt, in der ein ansehnlicher Tempel stand. Natürlich liegt es in der Natur der Sache, dass auch der Sachbuchautor verträumt wird und letztendlich ein wenig die Fantasie auf Reisen schickt. Und das finde ich absolut in Ordnung, solange man nicht die Fußnote vergisst, die deutlich macht, dass man sich faktisch auf einem gewissen Glatteis befindet. Somit, wer waren die Obed-Menschen? War es bereits ein erstes Königreich? Waren sie die ersten richtigen Mesopotamier? Hatten sie die Halaf- und Samara-Menschen verdrängt, assimiliert oder gar unterjocht? All diese Fragen sind nie zu Genüge beantwortet worden. Letztendlich werden die Erkenntnisse zu dieser Zeitperiode überwiegend durch gefundene Keramik bestimmt und das ist vielleicht nicht genug für so große Fragen. Eine Sache entlockt mir stets ein gewisses Schmunzeln, da es so seltsam auf unsere moderne Zeit einzahlt. Professor Bartel Roda schreibt dazu auf Seite 18 seines Buches »Mesopotamien – Die antiken Kulturen zwischen Euphrat und Tigris«: Im mittleren Chalkolithikum ging die Führung aber mit Sicherheit auf den Süden über. Nach einem Fundort in der Nähe von Ur wird diese Phase Obedzeit, Mitte des 5. bis Mitte des 4. Jahrtausends, genannt. Die Keramik ist qualitativ deutlich schlechter als die der vorausgehenden Perioden, was auch damit zusammenhängen mag, dass wir hier zum ersten Mal auf eine Art von Massenware treffen. Obed-Keramik wurde nämlich in großer Zahl nicht nur in ganz Mesopotamien, sondern auch in Kleinasien, in Iran und in Syrien gefunden. Das deutet auf einen blühenden Handel hin, der über den früher geübten Austausch von Naturprodukten weit hinausging. Offenbar gelangten auch andere Fertigprodukte wie Kupfergegenstände in den Güterverkehr. Die dickleibigen Terrakotta-Plastiken wurden nun endgültig durch schlanke Frauenfiguren verdrängt, die wie auf Zehenspitzen zu stehen scheinen. Darstellungen von Männern wurden dagegen in wesentlich geringerer Zahl gefunden.
Und das ist auch alles, was man über den Zusammenhang zwischen Fortschritt und Ökonomie wissen muss. Die Produktqualität lässt nach. Sachen werden immer trashiger und gehen meistens nach 6 Wochen kaputt. Dafür sind sie billig und irgendwo in China gibt es jeden Monat einen weiteren Milliardär. Scheinbar war das schon bei den Obed-Leuten auch nicht viel anders. Es gibt tatsächlich einen stilistischen Wesenszug in dieser Keramik, der sich von den zuvor genannten absetzt. Ein Schwerpunkt auf das sogenannte Black on Buff, also schwarze Zeichnungen auf einem gelbbraunen Töpferton. Etwas, das man, glaube ich, auch in der amerikanischen Archäologie findet. Dieser Stil ist in Mesopotamien aber spezifisch mit einer Zeitperiode verbunden, die vor allem 5300 bis 4700 vor Christus abdeckt. Eine Zeit, die man als die Ubaid-3-Periode bezeichnet oder zu Deutsch Obed-3-Periode. Die Unterteilung der sogenannten Obed-Zeit beinhaltet 5 verschiedene Perioden, die von 0 bis 4 nummeriert sind. Eine Struktur, die, glaube ich, überwiegend auf die Arbeiten von Joan Oates zurückzuführen ist. Einer der wichtigsten Funde, der mit der Obed-Zeit in Verbindung steht, ist die Ausgrabung der Stadt Eridu. Die Eridu-Zeit, in der Regel gleichgesetzt mit der Obed-1-Periode in den Jahren 5400 bis 4700 vor Christus, markiert durchaus eine große Veränderung in der Region und so liegt es nahe, dass man häufig Eridu auch als die erste Stadt bezeichnet oder die älteste Stadt. Heute gehört dieser Rang wohl eher der sumerischen Stadt Ur oder Uruk, doch das hat nicht so viel mit dem Alter zu tun, sondern eher damit, dass Eridu in jener Zeit, über die wir hier sprechen, noch nicht unbedingt als Stadt ausgesehen hat, sondern vielmehr wie eine Kleinstadt oder ein etwas ausgewachsenes Dorf. Und obwohl Eridu eines Tages eine stattliche sumerische Stadt mit Rang und Bedeutung werden sollte, war sie in der Zeit der Obed-Leute wohl eine groß gewordene Siedlung, zumindest nach unseren Maßstäben. Dennoch gehört Eridu mit seinen 19 Ausgrabungsschichten zu dem vielleicht ältesten Bindeglied zwischen Obed und den späteren Sumerern. Was man hier eindeutig beobachten kann, ist eine deutliche Fortschrittlichkeit bei Baukunst, was man angesichts des Tempels von Eridu bewundern kann. Hier haben wir es also bereits mit einer beeindruckenden Bauweise zu tun, die in dieser Region richtungsweisend werden sollte. Eckhard Frahm schreibt hierzu: Obed-zeitliche Schichten haben in Eridu eine Reihe von Bauten freigegeben, die als die ältesten eindeutig identifizierbaren Tempel des alten Mesopotamien bestimmt werden können. Zunächst fand sich eine lediglich 3x3 Meter umfassende, mit einem Altar und einem Opfertisch ausgestattete Einraumkonstruktion. Sie wich im Laufe der Zeit einem 24x12 Meter großen, auf einer Terrasse errichteten Gebäude, dessen Fassaden durch Nischen gegliedert waren und das einen von kleineren Räumen flankierten großen Zentralraum aufwies, in dem sich Opfertische und Podeste für Götterstatuen oder Symbole befanden. Alles dies sind Attribute, wie sie für die mesopotamischen Tempel der historischen Zeit charakteristisch sind. Eridu dürfte während der Obed-Zeit eine der größten Siedlungen des alten Mesopotamien gewesen sein. Und es ist gewiss kein Zufall, dass es in der Keilschriftüberlieferung bis in das erste Jahrtausend vor Christus hinein als älteste Stadt der Welt firmierte. Auch die Bibel scheint diese Tradition aufzunehmen, wenn sie in Genesis 4,17 ausführt, die erste von Menschenhand gebaute Stadt sei nach Kains Sohn Henoch, dem Vater des Irad, benannt worden. Vermutlich war hier ursprünglich davon die Rede, dass nicht Henoch, sondern Irad selbst, dessen Name von Eridu abgeleitet sein dürfte, den Namen der ältesten Stadt inspiriert habe. Aus Sicht der modernen Forschung ist es freilich nicht Eridu, sondern das etwas weiter nördlich gelegene Uruk, dessen Aufstieg die Etablierung einer veritablen Stadtkultur und die Erfindung des Staates ermöglichte. Die sogenannte Uruk-Kultur löste die Obed-Kultur, die zuvor für mehr als 1500 Jahre in Südmesopotamien prägend gewesen war, um 4300 vor Christus ab, wobei die auffälligste Veränderung darin bestand, dass Anzahl und Größe der Siedlungen nun stark zunahmen. Manche Siedlungen waren außerdem erstmals von einer Mauer umgeben, was auf intensiver geführte kriegerische Auseinandersetzungen hindeutet. An dieser Stelle ist es vermutlich wichtig, die Arbeiten von Robert A. Carter und Graham Phillip zu erwähnen. Zwei Archäologen, die in den letzten Jahren in der Sumerologie von sich reden machten, mit einer kritischen Arbeit mit dem Titel Beyond the Ubaid: Transformation and Integration in the Late Prehistoric Societies of the Middle East.
Diese Sammlung aus Essays und Fachtexten verursachte in entsprechenden Kreisen durchaus einen Wirbel. In laienhaften Worten ausgedrückt, kritisieren die Forscher hier eine zu selbstsichere Verwendung des Begriffes Obed oder Ubaid und eine durch letzte Jahre und Jahrzehnte zu sehr verfestigte Vorstellung, wir hätten hier die Gewissheit einer klar umrissenen proto-sumerischen Kultur, die wir eben auf den Namen Obed oder Ubaid getauft haben. H.W.F. Sachs schreibt noch in seinem Buch, die Obed-Kultur ist die einzige Phase der prähistorischen Entwicklung, bei der man zuverlässig von einem einheitlichen Kulturbereich in ganz Mesopotamien sprechen kann. Doch was daran hält wirklich einer strengen Falsifikation stand? Die Terminologie hat sich bereits etabliert und verfestigt. Es wird gesprochen von einer Obed-Kultur, von Obed-artigen Fundstücken, von Obed-mäßigen Entdeckungen. Die Kritik von Carter und Philipp richtet sich stark gegen Joan Oates, die zu weiten Teilen die Etablierung des Obed-Begriffs vorangetrieben und die erwähnten vier Periodenschichten definiert hat. Allerdings hat in dieser Sammlung aus Essays auch Joan Oates ihren Beitrag und kann zu den erhobenen Punkten Stellung beziehen. Gareth Breton schreibt in seinem Thesenpapier von 2011 über Bestattungsrituale im Mittleren Osten folgendes. This, however, begs the question of how one approaches the study of long-term change in prehistory without resorting to the use of arbitrary and potentially misleading culture phase typologies such as Halaf and Ubaid. As Nieuwenhuyse himself suggests, it may be a question of scale. In archaeological studies that focus on the relatively short-term microscale analysis of particular contexts, conventional culture-historical boundaries may be seen to dissolve and become increasingly blurry. However, when viewed on the macro scale and over the long term, these conventional culture groupings may appear more robust as it becomes possible to distinguish a more homogeneous set of attributes or core traits that are more or less isolated in time and space. Mit anderen Worten, die Verwendung eines Begriffs wie Obed und Obed-Kultur behält ihr Bewandtnis immer nur auf der Ebene einer generellen oberflächlichen Betrachtung. Sie hält jedoch keiner detaillierten Betrachtung stand. Bewegt man sozusagen das historische Mikroskop näher ran, verschwimmen die Begriffe wie Obed, Halaf und Samara und werden letztendlich nichtssagend. Allerdings muss ich daran denken, dass dieses Problem nicht so einzigartig ist. So ist ja der Begriff Germane auf den ersten Blick eher unstrittig, zumindest wenn wir in groben Zügen sprechen und zum Beispiel das Verhältnis des antiken Römischen Reiches zu den Kulturen nördlich der Alpen beschreiben. Doch hält man natürlich ein Vergrößerungsglas daran, beginnt auch hier der Begriff Germane zu verschwimmen, in einem komplexen kulturellen Spiel zwischen Teutonen und Sueben und Bajuwaren und Kelten. Es ist kein perfekter Vergleich, denn im Detail sind viele der Umstände bei dieser Betrachtung sehr anders und die Faktenlage zur Germanenforschung ist deutlich besser. Sprich, die Verwendung des Begriffs Germane ist oft einfach nur eine reine Bequemlichkeit, um so gleich verstanden zu werden, ähnlich wie es einst der Begriff Barbare war. Für uns Laien mag dies alles letztendlich unbedeutend sein, doch man darf nicht übersehen, dass es eben die Arbeiten dieser Fachleute sind, die darüber entscheiden, was am Ende auf die Ebene von Schulbüchern und populärer Sachbuchliteratur durchsickert und als historischer Fakt angesehen wird. Und ob weltweit überall Kinder in der Schule lernen werden, dass die Vorläufer der Sumerer in Mesopotamien die Obed oder Ubaid waren. Und Ubaid ist jetzt schon ein fester Begriff geworden, eben als eine expandierende Kultur zwischen einer eher vorgeschichtlichen, neolithischen Zeit und der historischen Ankunft der Sumerer. Und Forschern wie Carter und Philipp ist es eben wichtig hervorzuheben, dass da möglicherweise viel Projektion und Wunschdenken im Spiel ist und eine vorauseilende Annahme von Dingen, die so noch nicht hinreichend erforscht und bewiesen sind. Somit Halaf, Hassuna, Samara, Obed, es sind nur unklare Schemen im Hintergrund der historischen Leinwand. Eine konkretere Geschichtsschreibung wird erst danach stattfinden, mit dem Aufstieg der Stadtstaaten von Sumer und der Erfindung der Schrift. Aber auch mit der Erschaffung von Handelswegen über Land, aber auch über das Meer, die einen kulturellen Austausch mit fernen Kulturen ermöglichen, wie zum Beispiel mit der Indus-Zivilisation. Dies war nun ein Abriss der ersten 2000 Jahre vor der offiziellen Ankunft der Sumerer auf der geschichtlichen Bühne. Ab nun wird es auf jeden Fall historisch greifbarer,
Denn mit den Sumerern erleben wir eine der wichtigsten Innovationen der Menschheitsgeschichte, die Erfindung der Schrift und damit die Aufzeichnung von Namen, Ereignissen und Zuständen. Damit lüftet sich der historische Nebel ein wenig und gibt ein konkreteres Bild frei. Und deshalb bis zum nächsten Mal.